Hallo und herzlich willkommen zum 9. Part von Let's Play Breach Liga von Path of Exile. Ja, ich möchte jetzt mehr Parts machen. Es kommt zwar nicht ganz so gut an, wie ich dachte. Ja, nach dem zweiten. Ja, die zweite Season Let's Playen ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Oh, mehr guten Juwelen gestern gefunden. Im 8. Part haben wir. Ja, schön vorwärts gemacht. Ich habe nicht so lange spielen können, weil ich nicht so gut fit war. Ich bin jetzt immer noch nicht so fit, aber dennoch habe ich eigentlich recht gut, ja, alles, mich erholen können. Hallo. Trotzdem, meine Stimme ist noch angeschlagen, vielleicht merkt ihr es. Aber ich freue mich so riesig auf Path of Exile, weil ich bin richtiger Fan von Path of Exile. Das merke ich, weil ich süchtig wurde. Auf jeden Fall habe ich da einfach so das Gefühl, ich muss mehr spielen einfach. Ich muss euch mehr zeigen. Tja, You und wish to ja. ask me something? Wir spielen nun mit ganz gutem Karacho in die Every soldier Merciless needs a day. Maps, in den Atlas of Worlds. Und deshalb tun wir hier mal alles. Nehmen. Icebite ist sowieso gut für die Frost-Ding. Explosiv Arrow. Ein Bild mache ich nicht, hä? Müssen wir nicht haben. So. Sehr schön. Also, jetzt legen wir die Sachen nochmal hin. Was ist denn das für ein Stab? Die können wir nachher gebrauchen. Nehmen wir den mal hier hin, hä? Das sind sowieso die Sachen, die ich gerade benutzen sollte, mal. Wenn ich mehr Sockel habe. Und jetzt gehen wir weiter. Hä? Jetzt machen wir den Anführer des zweiten Aktes, also Boss. Den Wahl-Oversoul. Ich mag den Boss, der ist richtig nice. Einfach braucht er zu lange, um zu kommen. Sollten sie mal abkürzen. Vor allem diese Leerläufe immer zwischen den Bossen, nach den Bossen und so. Dass man einfach rausgehen kann und so weiter. Das wäre cool. Aber geht leider nicht so gut. Eben Path of Exile lange Ladenzeit da manchmal hat. Die Engine halt auch nicht so ganz gut ist für neue PCs und alles. Aber es wird schon. Path of Exile hat einen Entwickler, der auch etwas macht. Ich bin so überrascht auf den Entwickler, das ist so genial. So langsam müssen wirklich die Games mal mehr gepublished werden. Also die Publisher sind so extrem was von unfähig. Vor allem Ubisoft und EA Games haben da richtig schlechte Sachen. Activision sowieso auch und Blizzard, ja. Aber wenn die besser werden, dann würden sie mega viel anlocken, aber sie machen es nicht. Die machen irgendwelchen Müll-DLCs, bringen sie raus, die extrem teuer sind. Schaut mal, Sims 4 ist es ja mittlerweile. Jedes Add-on kostet so viel wie ein Vollpreisspiel. Das ist nicht normal. Und dann sind es nur ein paar Objekte. Und das soll ich mir kaufen. Ja. Nein, ich habe gesagt, ich kauf's nicht. Ich werde nicht mehr Sims Let's Playen. Fertig. Nichts mehr machen. Ich habe immer so lustig Sims Let's Played. Also. Das war immer der Hammer. Aber nein, ich mach's nicht mehr. Weil EA Games ein Schrottentwickler, Publisher ist. Haben ja Maxis im Boden gestampft und das entwickeln sich selber, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall, nein, so etwas werde ich nicht machen. So etwas werde ich nicht unterstützen auf YouTube, vor allem sowieso nicht. Dann doch lieber irgendwo, wo ich ein bisschen nicht so bekannt bin. Aber eben, gute Entwickler würde ich sogar spenden, also ich würde sogar Geld spenden. Aber ich habe momentan so viel zu planen und alles Mögliche. Ich habe einfach das Problem, dass momentan einfach für mich zu viel auf den Kopf kommt, oder? Dass ich viel zu viel planen muss und ja, alles irgendwie managen muss. Ich brauche einen Manager, einen Profi-Manager, um das alles zu planen. Ich mache mir viel zu viele Gedanken über, ja, meinen Wohlstand und so. Dabei will ich ja eigentlich gar keinen Wohlstand. Ich will nicht in einer Luxusvilla wohnen. Was ich will, ist eine Glasfaser. Das Internet. Aber mehr nicht. Deshalb. Ja. Ich bin keiner, der Luxus haben muss. Ich brauche nicht viel Geld. Ich werde das Geld alles spenden. Fertig.
ich brauche wirklich nicht viel Geld. Also für mein Hobby, dem PC Gaming, ja. Für das Let's Playen und Livestream. Aber das ist es ja auch. Ich bin ein sehr offener Typ. Ich muss die Sachen teilen mit euch. Ich will euch zeigen, wie ich game. Wenn ich immer alleine game, dann habe ich immer so das Gefühl, niemand merkt es und ja, das ist für mich nicht verwirtschaftlichen und ja, ich will einfach diese Wirtschaft haben, die gut ist, die nicht geldsüchtig macht und so sagen, ich will die Community einbringen, mit einbringen. Das ist mein Ziel, oder? Ja, vor allem muss ich da mal einfach ein bisschen besser managen alles. Und ich werde sicherlich da noch viel herbringen können. Also sehr viel erreichen können vor allem. Das ist aber schwer. Also ich tue für euch den Kopf einreißen sozusagen. Ich bin Kampfsportler, ich bin Fußballer, ich bin Let's Player und Livestreamer. Das ist ein Riesenaufgebot, das ihr machen müsst. Weil ich mache alles zu 100%. Und jetzt könnt ihr vorstellen, was ich pro Tag eigentlich leisten muss. Wenn man auch immer wieder krank bin, wie jetzt zum Beispiel. Weil ich gehe um 6 Uhr morgens, wenn es kalt ist und dunkel, raus und trainiere. Das machen andere nicht, oder? Jetzt kann ich zwar nicht, aber ist ja perfekt zum Aufnehmen, oder? Also könnt ihr ja verstehen, wie ich mich den Kopf einreiße pro Tag. Und dann halt auch mal verkältet bin in der Aufnahme. Ja, auf jeden Fall ist es für mich sehr, sehr schwer. Also ich bin wirklich einer, der alles für euch tut. Und das dürft ihr gerne auch für mich machen, oder? Also wenn ihr das Video jetzt seht, ist ja nicht ein bisschen Knöpfchen drücken. Einfach mal auf den Like-Button klicken und mich ein bisschen unterstützen. Und haten. Haten bringt überhaupt nichts, vor allem bei mir. Ich nerv mich zwar ab und zu, aber das ist klar. Muss ich halt auch ein bisschen nerven, weil das Vollidioten sind, die disliken. Wenn ihr ein Video seht, das halt überhaupt nicht euer Geschmack ist, dann dürft ihr ja haten. Also beziehungsweise nicht haten, sondern nur disliken. Aber dieses Hating ist nicht normal auf YouTube. Das ist Bullshit. Menschen müssen natürlich böse sein, sie möchten ja die Welt vernichten. Die Welt geht unter von diesen Scheiß-Amis manchmal, also diese Atomseuche, auch bei den Russen und bei den Chinesen. Zweimal, okay. Betreib's nicht, gell? So, wir haben noch irgendwo noch einen. Nein, nicht. Ja, da kommt er endlich raus. Ich habe ihn noch getroffen. Wir brauchen unbedingt mehr AOE noch. Und ja. Ja, andere Sachen. Nicht gestorben. Jetzt aber. Hä? Leicht. Zwar ist mein Schaden natürlich noch nicht so hoch und es sind auch Minen, die funktionieren so Damage Notes nicht so gut oder gar nicht, weiß jetzt gar nicht genau. Aber Fire Damage und so funktionieren. Es ist, glaube ich, ein Minion sogar, die Mine. Tja, aber es ist gut, hä? Also der Bild wird so einfach sein, das ist Wahnsinn. Back in the city. Kannst du ein bisschen Diebstahlen, hä? Ein Diebstahl machen. Oh. Also gegen schwachen Gegner muss ich immer nur eins drucken. Also er macht schon recht Damage einfach auf. An Bossen macht er nicht so viel Damage, da müssen wir einen anderen Skill wählen. Eventuell. Remote Mine mit Firestorm oder
Ja, irgendwas, was stärker ist. Was weißt du? Ja, das werden wir ja dann sehen, gell? Auf jeden Fall mache ich den Bild natürlich anders als im Guide. Und der andere ist auch gestorben. Ja. Lower mind. Speed Shield, sehr gut. Speed Shields gibt es extrem wenig in Rare. Ist viel zu selten. Ich habe übrigens das Mercy Fool Game vergessen, weil ich einfach zu schnell weggegangen bin von der Wahl-Area. Vom Wahltempel, du weißt es genau. Ist. Camp of Sins ist es doch, oder? Ja, es ist doch. Ich merke mir die Namen nie. Ich habe einfach keinen Bock, die Namen zu merken. Ich bin zu überfordert manchmal. Tja. Namen sind für den Müll. Die Menschen machen einen Namen, damit sie sich erkennen. Ich erkenne sie, wenn ich keinen Namen merke. Ja. Ich bin halt auch ein Dragone. Also ich wäre gerne kein Mensch, aber weil Tiere sind viel friedlicher. Also vor allem die, die nicht Raubtiere sind. Hallo. Und Tiere machen nicht den Planeten kaputt. Oder kümmern sich um die Figur. Ich habe sogar dickere Katzen lieber als dünnere, magere Katzen. Vor allem kann man sie besser streicheln. Meine fette, erwachsene Katze zum Beispiel kann man so gut streicheln. Die kümmert sich um einen Scheiß, um das gute Zeugs. Lieber fressen und fressen werden. Fressen oder fressen werden. Tja, ja. Also ich weiß nicht, ob ich den verwenden soll, aber ich habe jetzt noch keine Feuerrüstung oder so. Wird auch schwer sein, wird ich wahrscheinlich nicht verwenden. Aber gehen wir schon mal weiter, wir machen ja Run. Wir wollen doch wieder nach zu den Maps, oder? Hey yo. Ich will einfach vorwärts machen. Vielleicht dann die nächste Liga richtig vorwärts machen, aber das kann ich nicht. Die Ligen sind für mich zu kurz, viel zu kurz. Die anderen Leute langweilen sich, weil sie schon alles haben. Dann macht doch wie nicht einfach mal ein bisschen locker, hey, eieiei. Dann fühlen sie sich wieder mega gelangweilt. Oh, die Armen. Die heutige Jugend ist extremst. Also, ich war früher richtig einzigartig und heute noch natürlich noch mehr einzigartig. Und das ist für mich natürlich auch genau das Optimum. Ich kümmere mich nicht um den Mainstream. Ich bin anders, ich bin kein Mainstream. Ich will auch kein Mainstream sein, sondern deshalb habe ich noch so wenig Abonnenten. Auch weil ich keine Werbung mache. Für was Werbung machen? Kein Geld verdienen für YouTube, also nicht viel. Aber andere wollen. Oh, sie wollen unbedingt ein Star werden. Oh! Ist mir scheißegal, ob ich niemals den Video-Webpreis bekommen oder sonst irgendwas, ist es mir egal, aber ich kümmere mich um meine eigenen Sachen. Ich muss da nicht irgendwie ja, jeden Preis absahnen und so weiter. Ich bin sowieso noch viel zu schlecht natürlich. Aber eventuell mit den Vlogs wird es dann besser. Wenn ich die Vlogs kombiniere, ich mache ja richtige Vlogs, also nicht nur ja, meine Ernährung ist so und die Kleidung ist so. Und ich mache richtig, was ich erlebe in meinem Leben, was ich mache, Kampfsport zeigen, ja, normaler Sport zeigen, dann Games verarschen und andere Leute verarschen oder sonstige Sachen. Also bei mir wird eigentlich alles kommen, was mit Comedy und Spielspaß zu tun hat und alles Mögliche. Da könnt ihr drauf verlassen, hä? Auch Puff of Exile wird natürlich verarscht, hundertprozentig, aber nicht böse. Puff of Exile kann ich nicht böse verarschen. Diablo 3 schon. So, wo haben wir denn Ding, ne?
Gib mir jetzt endlich den. Oha, wie das abgeht. Sehr gut. Wo ist jetzt der Tempel? Das ist die falsche Seite, oder? Nicht nochmal. Krematorium, wo bist du? Für mich ist es irgendwie ein Tempel. Naja, das ist der Boss. Den treffe ich natürlich fast jedes Mal. Ich liebe das Explodieren der Gegner. Man bekommt halt kein Loot über, aber ich habe ja sowieso bald Minus explodieren instead. Instant. Instinct. Weiß auch nicht. Einfach sie sterben, also explodieren sofort. Und nicht die Gegner noch ein bisschen unlocken. Legen uns. Abdrücken. Instead. Ich muss nicht mehr drücken. Yay. Oh, danke schön. Dass ihr so schnell sterbt, hä? Habt ihr schlechte Feuerresistenz? Feuermonster. Oh. Ja, die haben Feuerresistenz natürlich, aber ich denke, noch nicht so viel. Ja, auf jeden Fall mache ich sehr viel Schaden. Hm? Ich liebe den Bild. Also in der nächsten Liga werde ich wahrscheinlich mit dem starten. Und dann sofort nach oben kommen und durch das High-End-Zeugs bieten. Hm? Wenn es mir danach besser geht. Also ich denke, wenn ich Kampfsport mehr mache mit Kraft drin und so, dann bin ich fitter. Bis dann, naja. Könnte es dann die Zeit noch gehen. Auf jeden Fall werde ich sehr viel aufnehmen. Also ihr müsst bedenken, ich werde wahrscheinlich das ganze Leben noch aufnehmen. Videos und so Sachen machen. So habt ihr für mich also einen Langzeitplan für euch. Und so weiter. Der hat recht viel Leben gehabt und so Sachen. Oh, hell. Burn the hell. Nein, das ist falsch, aber hier kann ich mal ein bisschen. So, Gegner noch töten. Müssen wir hier unten gleich rechts wahrscheinlich, ja? Haha! Yes, baby! Oh, yes, baby! Endlich mal wieder ein Shard. Ich hab die so vermisst. Ja, der andere ist zu nah. Zu weit weg. Oh Gott. Oh, and a Railing Cry. Ja, das ist zu spät für die zwei. Da war ein kleines Teil und da war so ein Elite, also ja, Elite-Gegner. Rare Gegner heißen die hier. So, nehmen wir noch das mit. Hm? Der große, der war schön, hm? Der gibt viel wahrscheinlich. Drei, also haben wir drei gefunden. Okay. Ist ja gut. My shadow continues to nip at my heels. Bag it and tag it, boys and girls. Hold still,
Genug auf dem. Genug mit dem, wahrscheinlich mit dem. Aber auf dem heißt es Oftis. Ah, Flammability, da brauche ich. Talakura. Dolagura. Dolagura, Mann, Punkte. Properties. Schon wieder Frösche, ich bekomme immer noch Frösche. All that remains. The ancient rare champion. Guidance is priced in silver. Eine Blutlinie, okay. Jetzt müssen wir das kaufen, das weiß ich, hä? Das da. Und dann machen wir den Orb, den wir dort haben, rein. Ah, wir haben nicht. Okay. Wir haben kein Orb, Mensch. Nein, das ist weg. Also dann müssen wir hier. Ja, aber eine bessere Rüstung. Jetzt habe ich extra so eine Rüstung gekauft. Ich habe eine Schleuderrüstung bekommen. Watch yourself. Watch yourself. Goodbye. Nein, nicht gut. Wir in ein paar, erst in 9 Minuten, also halt die Fresse. Ich muss nicht das machen. Ich muss das machen. So. Watch yourself. Watch yourself. Halt die Fresse jetzt. Sonst kommst du eins auf die Fresse. Die Fresse halte für eins auf die Fresse. Oh mein Gott, nicht schon wieder dieses Ding. Ich hasse diese Supporter Packs. Weil die haben immer hässliche Items bei sich. Also, da bekommt man immer hässliche Items. Und der andere hat irgendwie violett-rot glühende Fußstampfen. Und ich mache mir die Weiße hin. Nein, nein. Ich mache nur den Wolf raus. So, jetzt haben wir den Clarity gerade nicht. Keine Ahnung, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und den Flammability machen wir mal hier rein einfach. Mit Faster Casting, sehr gut. So. Na Wolf, hast du Spaß? Wow, burn. Burn, baby, burn. Up a burn, baby, burn, babe, 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 burn. Blödes Gift-Damage-Zeugs. Ich habe mich irgendwie verklickt, habe ich das Gefühl. Ich fühle mich so schwach irgendwie. Ich muss mehr Verteidigung haben. Gift-Resistenz, also Chaos-Resistenz. So. Also. So haben wir dann voll, hä?
dass wir zum Vapern gehen und dann muss ich euch wieder verlassen. Schniffel. So, Schniffel, Schniffel. Tja. Ich merke gerade, mir geht's ein bisschen besser. Danke euch. Sonst bin ich nicht mehr so erkältet, hä? Aber auf jeden Fall hat's meinen Rücken hart erwischt. Also ich bin jetzt gerade mit dem Kopfkissen hier auf dem Stuhl. Weil, sonst halte ich es nicht aus. Und deshalb, ja, habe ich mich so ein bisschen eingequetscht zwischen Pult und Stuhl, damit mein Körper stabilisiert wird, hä? Wir haben den nicht bekommen, den Götzen. Ne. Also machen wir das nächste Mal dann weiter, hä? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Part vielleicht schon wieder. Also auf jeden Fall, er kommt bei mir, aber ob ihr schauen wollt, dann müsst ihr entscheiden, oder? Auf jeden Fall möchte ich ja euch ein bisschen unterhalten, hä? Also. Kit. Ist es hässlich, diese zwei Würmer. Und der Wurm, ich hab ihn zertreten. Hahaha, ich hab ihn zertreten. Tschüss.